Sie hören Ansagen und Gespräche. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Hören Sie dann den Text dazu. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Sie hören jeden Text nur einmal. Aufgabe 1. Sie hören jetzt Ansagen am Telefon oder per Lautsprecher. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Beispiel. Guten Tag, hier ist das Jugendamt Schellenberg. Leider rufen Sie außerhalb unserer Sprechzeiten an. Diese sind montags, mittwochs und freitags von 8 bis 12 sowie dienstags von 14 bis 18 Uhr. Für Interessenten an unserem Jugendfreizeitprogramm in den Sommerferien sind wir bis 15. Juli noch jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr da, unter der Nummer 543 777. Sie können uns auch eine Nachricht hinterlassen. Wir rufen Sie dann umgehend zurück. Nummer 1. Hallo Frank, hier ist Melanie. Wir wollten uns doch heute Abend um 8 im Café Blume treffen. Das Café Blume hat aber heute geschlossen. Die haben heute Ruhetag. Wie wär's, wenn wir dafür ins Kino gehen? Im Rex gibt's Friede, Freude, Eierkuchen. Das soll sehr gut sein und vor allem lustig. Der Film beginnt jedoch schon um 7:30. Wir müssten uns also schon um 7:15 vor dem Rex treffen. Geht das bei dir? Ruf doch nochmal zurück. Tschüss! Nummer 2. An Gleis 5 willkommen in Mainz Hauptbahnhof. Der eingefahrene Regionalexpress fährt um 17.30 Uhr weiter nach Saarbrücken. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten? Regionalbahn nach Koblenz über Bingen und Boppard. Abfahrt 17.32 Uhr. Achtung, dieser Zug fährt heute ausnahmsweise nicht von Gleis 6, sondern von Gleis 11. Beachten Sie bitte diesen Gleiswechsel. S-Bahn nach Wiesbaden, Abfahrt 17.40 Uhr von Gleis 1. Dieser Zug wird etwa 10 Minuten später eintreffen. Nummer 3. Junge Leute, aufgepasst! Um 14 Uhr beginnt in unserer Modeabteilung im dritten Stock die Modenschau. Neue Sommermode für junge Leute bis 25. Kommt und seht die neuesten Trends aus New York, Mailand und Paris. Auf alle Sommermodeartikel erhaltet ihr nur heute 10% Rabatt. Nehmt an unserem Gewinnspiel teil und gewinnt Einkaufsgutscheine im Wert von je 50 Euro. Nummer 4.
Guten Tag. Hier ist die Musikschule Grünberg. Leider ist unser Büro im Moment nicht besetzt. Sie erreichen uns montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr, mittwochs bis 20 Uhr. Informationen zu unseren Veranstaltungen sowie Anmeldeformulare zu unseren Kursen finden Sie im Internet unter www.grünbergmusik.de. Eine telefonische Anmeldung ist leider nicht möglich. Für Fragen oder für Mitteilungen nennen Sie bitte nach dem Signalton Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und den Grund Ihres Anrufs. Vielen Dank. Ende von Aufgabe 1. Aufgabe 2. Sie hören jetzt Ansagen aus dem Radio. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Nummer 5. Leipzig. Das Rennen um die deutsche Meisterschaft im Handball der Damen bleibt weiterhin spannend. Nach seinem Sieg gegen den HC Leipzig erreicht der Buxtehuder SV Rang 2 und bleibt damit dem Spitzenreiter Bayer Leverkusen dicht auf den Fersen. Doch auch für die Rhein-Main-Bienen aus Frankfurt ist noch alles möglich. Ein Sieg gegen den VfL Oldenburg am kommenden Sonntag würde auch sie einen großen Schritt in Richtung deutsche Handballmeisterschaft weiterbringen. Nummer 6. Und nun zum Verkehr. Autobahn A66, Frankfurt-Wiesbaden. Wegen eines kaputten Reisebusses kommt es vor dem Autobahnkreuz Wiesbaden zu Behinderungen mit Staus. Ebenfalls A66, die Unfallstelle bei Diedenbergen ist geräumt. Es gibt wieder freie Fahrt. Vorsicht auf der Autobahn A5, Frankfurt-Mannheim. Bei Weiterstadt befinden sich Personen auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie vorsichtig. Wir wünschen allen Autofahrern gute Fahrt. Nummer 7. Hier ist Radio XY4 mit dem Ausgeh-Tipp für heute Abend. Tanzen bis zum Umfallen mit Livebands wie die Rockies und Taurus könnt ihr heute Abend ab 20 Uhr in der Stadthalle in Witzenhausen. Der Eintritt kostet 12 Euro. Wenn ihr zu zweit kommt, zahlt die zweite Person nur die Hälfte. Da kann man doch nichts dagegen sagen. Übrigens, alle alkoholfreien Getränke sind im Preis drin. Und der 100. Besucher gewinnt eine CD von Taurus. Also nix wie hin in die Stadthalle Witzenhausen. Nummer 8. Das Wetter. Es wird ungemütlich. Von Westen her kommen dichte Wolken und bringen morgen den ganzen Tag Regenschauer.
Die Temperaturen sinken auf kühle 12 Grad. Am Freitag lockert dann die Bewölkung auf und die Sonne kommt durch. Die Temperaturen steigen auf 21 Grad. Die Vorhersage fürs Wochenende: teils Sonne, teils Wolken mit gelegentlichen Schauern. 18 bis 21 Grad. Nummer 9. "15 Uhr. Sie hören den Nachrichtenüberblick. Frankfurter Automesse heute eröffnet. Im Zentrum des Interesses steht der neue 2-Liter-Wagen. Bundesregierung verspricht Steuersenkungen im nächsten Jahr. Damit sollen die Deutschen mehr Lust zum Kaufen bekommen. Ganztagsschulen vom nächsten Jahr an in ganz Deutschland. Damit kann die Schulzeit um ein Jahr verkürzt werden. Deutscher Sportbund möchte Freizeitangebote für Schüler ausweiten. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Frankfurt. Ende von Aufgabe 2. Aufgabe 3. Sie hören jetzt mehrere Gespräche. Zu jedem Gespräch lösen Sie 2 Aufgaben. Beispiel: Sag mal, Victoria, hast du dir einen warmen Pullover eingepackt? Nein, Mama. Den brauche ich doch gar nicht. Es ist doch Sommer. Aber wenn ihr heute Mittag bei eurem Schulausflug auf dem Feldberg seid, da wird dir ganz schön kalt werden. Da bläst der Wind. Aber unsere Lehrerin Frau Hörschler hat gesagt, dass wir nicht so viele Sachen mitnehmen sollen. Das müssen wir sonst alles tragen. Gut, wie du meinst. Aber komm mir da nicht an und erzähl mir, wie du gefroren hast. Nein, okay. Du wirst schon sehen. Jetzt muss ich aber zum Bus. Tschüss. Nummer 10 und 11. Hallo Carlos, lange nicht mehr gesehen. Hallo Natalia, wie geht's denn? Gut, danke. Sag mal, nächste Woche, da ist doch die Schulsprecherwahl. Stell dir vor, Maria hat sich als Kandidatin aufstellen lassen. Nee, was du nicht sagst. Unsere Maria? Die kriegt doch in der Klasse kaum den Mund auf. Und jetzt will sie Schulsprecherin werden? Ja, aber so stumm, wie du denkst, ist Maria gar nicht. Wir haben auf dem Schulhof schon oft mit Maria über unsere Probleme in der Schule diskutiert. Sie hat sehr oft was dazu zu sagen gehabt. Und gute Ideen hat sie auch. Meinst du, Maria kann sich gegen die Lehrer durchsetzen, wenn es mal Probleme gibt? Maria war schon oft bei Franzke, unserem Klassenlehrer. Bei dem hat sie schon viel für uns erreicht. Denk nur an die Mathearbeit vor 3 Wochen. Die sollte doch am Tag nach der Englischarbeit geschrieben werden. Und Maria hat mit den Lehrern gesprochen und der Termin für die Mathearbeit wurde um 1 Woche verlegt. Siehst du? Vielleicht ist Maria ja gar nicht so schlecht als Schulsprecherin. Jedenfalls besser als der Joshua aus der 9. Ja, da hast du recht. Wenn der spricht, ist viel heiße Luft dahinter. Also für mich ist klar, ich wähle Maria.
Ja, da hast du vielleicht recht. Nummer 12 und 13. Hallo Jonas, nimm Platz. Was kann ich für dich tun? Guten Tag, Frau Doktor. Wissen Sie, seit ein paar Tagen tut mir der rechte Fuß weh. Seit ein paar Tagen? Wann hat es denn angefangen? Nach der Schule? Am Freitag. Was hast du denn am Freitag gemacht? Wir haben nach der Schule Fußball gespielt. Aber nach dem Spiel habe ich nichts gemerkt. Erst zu Hause hat der Fuß dann wehgetan. Na dann zeig mal deinen Fuß. Hier, Frau Doktor, sehen Sie? Da ist es ganz rot. Ja, ich sehe. Da bist du wohl mit dem Fuß umgeknickt und hast dir dabei wehgetan. Ich schicke dich auf jeden Fall zum Röntgen. Denn ich will sehen, wie es in deinem kranken Fuß aussieht. Und dann? Die Röntgenaufnahme kannst du bei Dr. Vogel machen lassen. Die Praxis ist gleich gegenüber. Nach der Aufnahme kommst du wieder hierher. Wahrscheinlich müssen wir den Fuß verbinden. Muss ich den Verband lange tragen? Vielleicht eine Woche. Wenn es nichts anderes ist, ist dann alles wieder gut. Danke, Frau Doktor. Bitte, wir sehen uns dann später. Nummer 14 und 15. Hallo Regina, hier ist Jan. Hallo Jan, was ist los? Du warst diese Woche nicht in der Schule. Ja, ich musste die ganze Woche im Bett liegen. Ich hatte eine Wahnsinnserkältung. Und jetzt ist es wieder gut? Noch nicht ganz. Aber am Montag komme ich wieder in die Schule. Du, sag mal, was habt ihr denn in der Schule gemacht und was sind die Hausaufgaben? Ach, nichts Besonderes. Wir haben in Englisch die Grammatik wiederholt und die Kurzgeschichte zu Ende gelesen. Für Montag sollen wir eine Zusammenfassung der Kurzgeschichte schreiben. Zusammenfassungen mag ich gar nicht. Und in Mathematik haben wir Flächeninhalte berechnet. Da blickt niemand durch. Ja, aber das kann ich. Das ist gar nicht so schwer. Dann kannst du mir ja am Montag die Hausaufgaben erklären. Die sind im Mathebuch auf der Seite 98, Nummer 15 und 16. Die sind für Dienstag. Und ich blicke überhaupt nicht durch. Klar, mach ich. Ja, dann noch gute Besserung. Und bis Montag. Ja, bis Montag. Tschüss. Tschüss. Nummer 16 und 17. Hallo Isabella, wie war's? Och, gar nicht schlecht. Nur ein bisschen langweilig. Weißt du, den ganzen Tag in einem Büro sitzen ist ganz schön anstrengend. Vor allem, wenn man nichts zu tun hat. Aber du wolltest doch unbedingt dieses Praktikum im Büro machen. Ja, das ist ja auch okay. Nur ich konnte halt nur zugucken. Die Arbeit haben die Angestellten alleine gemacht. Mich haben sie nichts tun lassen. Sogar beim Bleistiftspitzen haben sie mir helfen wollen. Das haben die bestimmt nicht böse gemeint. Die haben dir eben nichts zugetraut. Naja. Sag mal, wann ist eigentlich dein Schnupperpraktikum? Ich gehe nächsten Donnerstag ins Friseurgeschäft am Bahnhof. Da freue ich mich schon drauf. Ich soll der Meisterin bei allen Arbeiten helfen.
Sie haben mir sogar versprochen, dass ich am Ende eine neue Frisur gemacht bekomme. Da bin ich aber gespannt. Ich auch. Und für dich, wenn du mal richtig im Büro zu arbeiten anfängst und was zu tun bekommst, dann wird es dir dort sicher auch gefallen. Ja, ich denke auch. Mal sehen. Ende von Aufgabe 3. Aufgabe 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Lesen Sie zunächst die Sätze A bis F. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Entscheiden Sie dann beim Hören, welcher Satz zu welcher Aussage passt. Was sollen die Schülerinnen und Schüler anziehen, wenn sie in die Schule gehen? Die einen meinen, man müsse den Jugendlichen die Freiheit lassen, selbst zu entscheiden, was sie tragen. Andere stören sich daran, dass Schüler, die nicht die modischen Marken tragen können, ausgegrenzt und diskriminiert werden. Ist die Schuluniform eine Lösung? Wir haben uns ein wenig umgehört und Schüler, Lehrer und Eltern nach ihrer Meinung gefragt. Beispiel: Meine Freundinnen und ich tragen gern, was uns gerade gefällt. Wir gehen meist zu dritt oder zu viert zum Shoppen. Die Klamotten, die wir uns kaufen, müssen nicht teuer sein. So viel Taschengeld haben wir ja auch gar nicht. Wir achten eigentlich nicht so sehr auf Marken. Hauptsache, was wir kaufen, ist hübsch. Uniformen finde ich langweilig. Nummer 18. Ich treibe in meiner Freizeit viel Sport. Deshalb mag ich am liebsten auch sportliche Kleidung, in der man sich bewegen kann. Ich will nicht andauernd aufpassen müssen, ob die Hose zu dem T-Shirt passt oder nicht. Welche Firma meine Hose gemacht hat, ist eigentlich unwichtig für mich. Schuluniformen zu tragen, kann ich mir nicht vorstellen. Die sind so steif und man kommt sich nicht mehr frei und ungezwungen vor. Nummer 19. In unserer Schule gibt es Schüler aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Die Schüler mit den reicheren Eltern tragen natürlich auch die besseren Kleidungsstücke. Ein paar Mal haben meine Kollegen und ich schon festgestellt, dass es in einer Klasse wichtig ist, wer Kleidung von einer speziellen Marke trägt oder nicht. Wir haben deswegen schon im Deutschunterricht darüber gesprochen. Aber im Großen und Ganzen akzeptieren sich die Schüler gegenseitig.
Nummer 20. Markenkleidung? Das ist ja alles schön und gut, aber manchmal muss man dem Nachwuchs halt auch klar machen, dass auch das Geld dafür irgendwo herkommen muss. In unserer Familie geben wir jedenfalls nicht Unsummen von Geld für neue Klamotten aus. Meine Tochter bekommt ihr Taschengeld und damit muss sie auskommen. Eine Schuluniform ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Da braucht man alles nur zweimal und es gibt keine Diskussion über neue Klamotten. Und Geld spart man auch. Ende des Tests hören.